Guten Morgen, liebe Flamingos. Ja, das ist halt so ein Streit. Also, die Tiere sollen heute gesegnet werden, aber sie streiten sich noch wahrscheinlich, wer zuerst den Segen bekommen hat. Das Bonifatiuswerk möchte gerne den Kindern Geschichten des Lebens und der Bibel näher bringen. Und die Bibel ist eigentlich voll von Tieren. Ob wir an die Schöpfungsgeschichte denken oder ob wir an den Walfisch Jona denken, dass wir nicht nur vom Computer sitzen oder vom Fernseher sitzen, sondern selbst Tiere und die Welt auch entdecken, wie schön die Schöpfung ist, dass sie staunen können darüber, dass sie Fantasie bekommen. Das Bonifatiuswerk ist ein Hilfswerk für den Glauben. Insofern versuchen wir durch attraktive Themen, gerade Kinder und Jugendliche auch an den Glauben, neu heranzuführen. Und da ist ein Projekt, das wir seit nunmehr fast 10 Jahren betreiben, Tiere der Bibel in Kooperation mit verschiedenen Zoos, wo Biologen, Pädagogen, Religionspädagogen, Theologen über biblische Themen Inhalte transportieren, die mit Tieren zu tun haben und die insofern Kinder von vornherein auch schon begeistern. Mir gefällt es sehr gut, weil gute Stimmung ist und weil es auch sehr lustig und schön ist hier. Mir hat die Show mit Willi gefallen, weil der Esel war ja auch dabei und dass wir den streichen konnten, war auch sehr cool. Mir gefällt vor allem, dass die Kinder hier mit Tieren in Berührung gebracht werden, mit der Welt, mit der Schöpfung, mit allem, weil die Kinder sind schließlich die Erwachsenen der Zukunft und ich glaube, wenn man ihnen diese ganze Schöpfung, diese ganze Welt versperrt, dann werden sie in der Zukunft auch nicht Verantwortung tragen können, in dem Maße, wie sie es eigentlich machen müssen. Wenn man den Text von Papst Franziskus aus Laudato Si liest, dann kommt er auch auf die Tiere zu sprechen. Also Tierschutz ist für ihn etwas ganz Zentrales und Selbstverständliches, weil das Tier eben ein Geschöpf ist und deswegen zu respektieren und zu schützen ist. Also deswegen glaube ich, lernen die Kinder hier heute nicht nur einfach eine Erfahrungswissen über Tiere, sondern sie lernen auch etwas über ihren Glauben und über die Schöpfung. Wir kennen die Arche Noah, da kommen sehr viele Tiere drin vor und als Jesus nach Jerusalem einzog, kommt der Esel drin vor. Ich glaube, wir Menschen sind sehr erfahrungsorientiert und über Erfahrungen, über Erlebnisse lernen wir mehr. Also wenn die hier so ein Walross mal in seiner Wucht sehen, dann hat das einen anderen Effekt, als wenn man die nackte Information bekommt. Ein ausgewachsenes Männchen bringt 2 Tonnen auf die Waage. Oh, da sagen die Kinder und sind ganz gespannt oder überrascht, wie massiv das Tier ist und trotzdem, wie lieb es auch ist, wenn man so den Bart dann ein bisschen krausen kann. Also nicht ich, aber die Tierpflegerin hat das getan und irgendwie strahlt das Tier dann auch eine gewisse Unbekümmertheit aus. Also zum einen werden wir einen Gottesdienst feiern und dann werden Tiere gesegnet. Und dann werden die Kinder auf Rallye gehen, selbst auf Entdeckungsreise. Es wird gesungen, es wird gebetet. Ich hoffe, dass sie Freude miteinander haben, auch von all den Dingen, dass sie etwas mitnehmen und dass es auch weitergeht über den Tag hinaus.